Wie würdest du das schätzen? Hat Hybridschach eine Zukunft, Gerhard? Meine Aussage ist ganz klar, nein. Ich glaube, die Schachspieler, die wollen einfach irgendwo hinreisen, wollen dort eine Woche oder wie auch immer gemeinsam verbringen, wollen nicht nur vor dem Schachbrett sein, sondern wollen wirklich auch gemeinsam mit den anderen, mit dem Gegner, auch vielleicht mal sprechen nach der Partie. Es wird wahrscheinlich in einzelnen Fällen solche Turniere geben, aber ich bin überzeugt, dass es nicht die Zukunft sein wird. Hier ist Schachgeflüster. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Schachgeflüster. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Dieser Podcast entsteht in einer Kooperation mit der Chessboards Association. Mein heutiger Gast ist eine Institution in Südtirol. Er ist langjähriger Obmann des Schachclub Kaltern, passionierter Schachmotivsammler, Turnierorganisator und internationaler Schiedsrichter. Als solcher hat er schon zahlreiche hochwertige Wettkämpfe betreut. Herzlich willkommen, Gerhard Bertagnoli. Ja, hallo Harald, vielen Dank für die Einladung. Ich grüße dich und alle Zuhörer vom Podcast. Gerhard, wir haben uns ja gerade am Wochenende in Kaltern getroffen. Du hast ein tolles Turnier veranstaltet. Ich habe als Spieler teilnehmen dürfen und ich muss sagen, ich war begeistert. Es war eine hervorragende Organisation, schon einmal dadurch gekennzeichnet, dass das Turnier pünktlich gestartet ist. Das Turnier war praktisch voll und aus Sicht eines Teilnehmers kann ich nur sagen, es ist wirklich gut gelaufen. Wie bist du denn aus Sicht des Organisators vom 5. Kalterer Open zufrieden? Ja, danke für die ganzen Lobeshymnen, die du jetzt schon mitgeteilt hast. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr zufrieden. Wir hatten 123 Teilnehmer. Wenn man bedenkt, dass wir vor Covid die letzte Auflage hatten wir 88 Teilnehmer. Somit hatten wir eine Steigerung von über 30 Spielern, was natürlich uns über den Erwartungen lag. Ich denke, wir haben sehr viel Werbung gesteckt. Wir haben auch eine neue Location gefunden mit dem Vereinshaus in Kaltern, wo auch mehr Spieler im Platz hatten. Und von dem her ging es eigentlich ganz gut, denke ich. Und ja, die Leute waren am Ende alle sehr zufrieden, zumindest was ich so mitgekriegt habe. Und das ist doch toll, wenn man am Ende eines Schachturniers die Leute auch wieder gut nach Hause, mit gutem Gewissen nach Hause lassen kann und die schon fragen, wann wird das nächste Turnier stattfinden? Was will man mehr? Das ist natürlich eine schöne Rückmeldung. Ja, wann wird denn, Gerhard, das nächste Turnier stattfinden? Ja, ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber ich kann schon mal verraten, dass ich gerade heute beim Gemeindereferenten entsprechend nachgefragt habe zu einem gewissen Termin. Es ist nur noch nicht ganz klar, es könnte, wenn es gut geht, ziemlich genau in einem Jahr wieder stattfinden. Aber es ist noch nicht sicher. Ja, wunderbar. Dann können wir schon uns ein bisschen darauf vorfreuen. Wie würdest du denn beschreiben, sieht deine Zielgruppe aus? Woher kommen deine Teilnehmer? Was ist so die Spielstärke, die in erster Linie anspricht? Ja gut, wir haben jetzt eher ein kleines Turnier, das heißt, wir haben auch ein sehr moderates Preisgeld und von dem her ist ganz klar, dass wir hier keine Spitzenspieler anlocken werden, aber das ist auch nicht unser Ziel. Wir wollen wirklich Schach für die Masse bieten. Das heißt, für jeden, der wirklich ein, ich denke mal, gediegenes Schachturnier spielen möchte, dem wollen wir was anbieten. Und das Publikum kommt, nachdem wir ja in Südtirol sind, zum großen Teil aus Südtirol, also geschätzt waren dieses Jahr ca. 40% der Teilnehmer aus Südtirol. Wir hatten sehr viel Spieler aus Italien, aus Norditalien vor allem natürlich, aber auch erfreulicherweise viele Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ja, diese Länder sind natürlich auch für die Zukunft unsere größten Freunde, sagen wir mal, oder größte Möglichkeit der Teilnahme, weil die ja auch am nächsten sind, weil ich denke mal, ein Spieler aus Deutschland und Österreich gerne auch das Schachturnier mit ein bisschen Urlaub verbinden wird und von dem her Kaltern gute Möglichkeiten bietet. Erfreulicherweise war dieses Mal auch ein Teilnehmer aus Zagreb dabei, das heißt, er ist wirklich
aus Zagreb angereist, in der Früh um 6 Uhr gestartet, damit er pünktlich zur ersten Runde erscheint. Ja, und das kann ich nur bestätigen, dass sich natürlich Schach und Urlaub toll verbinden lässt. Ihr habt ja eine wunderschöne Region, eine herrliche Landschaft, die Berge, aber auch einen tollen See, der wärmste See in den Alpen. Und gespielt wird auf 3 Tage, insgesamt 5 Runden, Gerhard, oder? Ja, gespielt. Wir haben ein sogenanntes Wochenendturnier organisiert. Das heißt, man startet Freitag oder wir sind gestartet Freitag am Abend. Dann Samstag eine Doppelrunde, Sonntag eine Doppelrunde, jeweils mit Bedenkzeit von 90 Minuten plus 30 Sekunden. Andernfalls wäre es fast nicht möglich, wenn man noch eine längere Bedenkzeit hat, 5 Runden in so kurzer Zeit über die Bühne zu bringen. Das ist eigentlich so, solche Turniere, Wochenendturniere sind in Italien gang und gäbe. Auch unser Wochenendturnier ist, das wir jetzt zum 5. Mal organisiert haben, haben wir immer diese Bedenkzeit gehalten und ungefähr auch diese Anfangs- und Endzeiten, ja. Das, mit denen hat man die Möglichkeit, dass jemand, der nicht den Urlaub längerfristig machen möchte, einfach am Freitag in der Früh schon anreisen kann, dann am Freitagabend spielt, am Sonntag dann am Ende nach der Preisverteilung doch, wenn es irgendwie geht, noch nach Hause fahren kann und von dem her eigentlich kaum Urlaubstage verliert. Hat allerdings dann den Nachteil, dass er eigentlich leider sehr wenig von Kaltern und der Umgebung sehen kann. Das ist der Nachteil dann, wenn man nur fürs Schach kommt. Ja, da muss man halt selbst die Prioritäten setzen. Beeindruckt hat mich auch die Siegerehrung. Es waren unglaublich viele Leute anwesend. Ihr habt das auch sehr schön auf der Bühne gemacht und hinter einem Vorhang hergerichtet, also praktisch wie im Theater, und man hat schon mit Spannung auf die Öffnung des Vorhangs gewartet und ihr seid hier sehr wertschätzend auf die Leute eingegangen, egal in welcher Gruppe sie gespielt haben. Ja, was ist das Geheimnis deiner Siegerehrung? Auch die Lospreise vielleicht, die in großer Zahl vorhanden waren? Ja, weil du es vorhin gerade angesprochen hast, möchte ich vielleicht noch eine Sache vorweg sagen. Was mir immer sehr wichtig ist bei Turnieren, jeder Teilnehmer ist gleich. Leider sieht man manchmal bei Schachturnieren, dass im A-Open vielleicht mit tollem Material gespielt wird, im B-Turnier schon ein bisschen schlechteres und im C-Turnier kommt dann noch das letzte Material, das man irgendwo zusammengekratzt hat, vielleicht nicht mal vollständige Sätze oder sagen wir mal nicht aus derselben Serie. Und das möchten wir überhaupt nicht. Von mir aus gesehen ist der letzte Spieler der C-Gruppe gleich viel wert wie der erste Spieler in der A-Gruppe. Und das ist immer unser Credo gewesen. Das heißt, wir möchten eine Qualität liefern, die wirklich für alle gleich ist. Zurückzukommen zur Preisverteilung. Ja, ich bin auch froh, dass so viele geblieben sind. Ich hätte mir sogar erhofft, dass noch ein bisschen mehr geblieben wären. Vor allem deshalb, wir haben ja auch einige Sachpreise am Ende verlost, welche bei den Spielern, denke ich mal, gut angekommen sind. Dadurch hat jeder Spieler eine Möglichkeit gehabt, neben zu seinen bisherigen Preisen oder wenn er bisher leer ausgegangen ist während des Turniers, trotzdem mit vielleicht mit einem schönen Preis nach Hause zu fahren. Unter anderem hatten wir auch einige DVDs von Chessbase, die wir hier verlost haben. Dadurch kann der ein oder andere ja vielleicht auch seine Spielstärke nach oben bringen und nächstes Jahr dann vielleicht noch stärker bei einem oder anderen Turnier auftreten. Ja, und weil du sagst, jeder wurde gleich wertgeschätzt, ihr habt ja auch eine Live-Übertragung gehabt und da habt ihr nicht nur die Spitzenbretter vom A-Turnier übertragen, sondern ihr habt ja von allen Turnieren hier die Bretter übertragen oder die Spitzenbretter übertragen und das auch ja mit einer sehr schönen Ausstattung. Ja, das stimmt, also nicht von allen Turnieren, das muss man auch sagen, nur unter Anführungszeichen vom A- und vom B-Turnier, das C-Turnier nicht. Das haben wir aber bewusst, das C-Turnier nicht übertragen, weil, also wir hatten 16 Bretter, die haben wir dann schön aufgeteilt, 8 fürs A, 8 fürs B-Turnier. Aufs C-Turnier haben wir bewusst verzichtet, einfach mit dem Credo, da dort sehr viele Jugendspieler mitspielen, und diese mit den elektronischen Brettern vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten vorfinden, weil dort ja nicht die Buchstaben und Zahlen aufgeschrieben sind. Aus dem Grund haben wir das bewusst nur unter Anführungszeichen auf A- und B-Gruppe reduziert.
Auch dort die Übertragung war natürlich auf der normalen Live-Chess-Webseite, aber zusätzlich auch auf den gängigsten internationalen Schachservern. Ich glaube, die muss ich hier nicht alle erwähnen, die sind alle bekannt. Auf jeden Fall auf den gängigsten konnte man die Partien nachverfolgen. Ja, das ist natürlich auch immer toll, wenn man die Partien dann live sehen kann. Du kennst ja jetzt so viele Turniere, einerseits als Organisator, andererseits natürlich durch deine intensive Schiedsrichtertätigkeit. Wenn du jetzt einem neuen Veranstalter 3 Tipps geben müsstest, auf was sollte ein Veranstalter unbedingt achten? Ja, vermutlich reichen 3 Tipps da nicht aus, aber auf jeden Fall, was sehr wichtig ist, ist einmal die Location, also wo wird gespielt. Es sollte irgendwo, wenn es möglich ist, ein bisschen heller Raum sein, möglichst mit Tageslicht oder sonst zumindest sehr gut mit Licht ausgestattet. Die richtige Zeit, wobei das schon mal sehr schwierig ist, weil es gibt eigentlich keine richtige Zeit, aber man sollte schon irgendwo schauen, wann sind Turniere in der unmittelbaren Umgebung und dass man nicht gerade über das Turnier organisiert. Und dann natürlich auch, was ist das Ziel meines Turniers? Das heißt, will ich ein Turnier organisieren, um dadurch Normmöglichkeiten zu geben, oder möchte ich ein Turnier für das breite Publikum organisieren, oder was ist das Ziel meines Turnieres? Ich denke, das sind mal ganz 3 wesentliche Punkte, die für Turnierorganisatoren zu überlegen sind, bevor sie den ersten Schritt Richtung Organisation tätigen. Ja, Gerhard, du bist ja auch Obmann vom Schachclub Kaltern und ich denke, die wenigsten jetzt aus Österreich und Deutschland und der Schweiz haben wahrscheinlich so einen richtigen Einblick in Schach in Südtirol. Wie funktioniert denn Schach in Südtirol? Kannst du uns einmal so eine grobe Beschreibung geben? Ja, wir sind in Südtirol, Südtirol hat knapp 520.000 Einwohner, nur damit man das vielleicht mal gehört hat. Wir haben geschätzt, würde ich jetzt sagen, 300 bis 400 Schachspieler organisiert, also die in Vereinen organisiert sind. Schach ist, wir haben ja geschätzt 15 bis vielleicht sogar 20 Vereine in Südtirol. Das Herzstück unserer Turnierorganisation, organisiert durch den Südtiroler Schachbund, ist die Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft. Das ist ein Mannschaftsturnier, wie es der Name schon sagt, das heuer zum, ich glaube, 53. Mal über die Bühne gebracht wird. Organisiert ist die Mannschaftsmeisterschaft in eine A-, eine B- und C-Liga. Das heißt, in der A-Liga natürlich die besten Spieler, die besten 10 Mannschaften. Wir spielen mit Mannschaften in der A-Liga mit 6 Brettern, in der B-Liga mit den nächsten 10 Mannschaften mit 5 Brettern und die C-Liga heuer zum ersten Mal mit 4 Brettern. Klarerweise ist in der A-Liga, wie vorhin gesagt, sind die besten Mannschaften. In der B natürlich vielleicht ein bisschen schwächere und in der C-Liga meistens die zweite oder dritte Mannschaft der obgenannten A- und B-Teams, um auch den Jugendlichen einen Spielbetrieb zu ermöglichen. Gespielt wird meistens zwischen Anfang November und dann irgendwo das Ende ist dann März oder April, Rundenturnier jeweils, also 9 Runden in der Regel. Und gespielt wird alle 2 Samstage, also jeden zweiten Samstag, jeweils um 16 Uhr mit Bedenkzeit, mittlerweile mit Fischerzeit, die 90 plus 30 und 30 Minuten. Das heißt, da kommt man auf Partien von knapp 5 bis 5,5 Stunden Länge. Und dadurch gibt man wirklich auch den jungen Spielern die Möglichkeit, gemütlich alle 2 Wochen eine Partie zu spielen, damit die auch bis in den Spielbetrieb reinkommen. Zusätzlich zur Mannschaftsmeisterschaft gibt es natürlich die üblichen Turniere, welches Halbblitzturniere, also Rapid-Turniere, mittlerweile heißen die ja so, Blitzturniere organisiert werden und einige wenige Turniere mit Langzeit, wie jenes von Kaltern oder im Februar wird jenes von Bozen meistens organisiert. Auch in den nächsten Monaten, also im Februar 2023, wird es wieder in Bozen über die Bühne gebracht.
Ja, Gerhard, und wenn ich jetzt so von außen als ehemaliger Trainer vom Frauennationalteam auf Italien blicke, da hat man den Eindruck, Schach in Italien, das hat sich richtig stark entwickelt. Ihr habt einige hervorragende Großmeister herausgebracht bei den Männern, aber auch sehr starke Leistungen bei den Frauen. Worauf würdest du diese Entwicklung zurückführen? Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit ist einer der ausschlaggebenden Punkte jener, dass wir ja vor ein paar Jahren Fabiano Caruana im italienischen Nationalteam hatten. Fabiano, seine Eltern haben italienische Vorfahren und von dem her wurde er mit 12 oder 13 Jahren wurde er ins italienische Nationalteam übernommen, nachdem er ja in den Vereinigten Staaten geboren ist. Und ich denke mal, nachdem er dann sehr starke Leistungen gebracht hat, auf seinem steilen Weg nach oben, da war er noch Italiener, da hat er für italienische Nationalteam gespielt. Und dadurch konnte Schach auch erstmalig wieder in den großen Gazetten, also ganz speziell in der Gazzetta dello Sport, kann ich mich erinnern, da war mal eine Doppelseite drin über Caruana. Und ich denke mal, dass das zum einen geholfen hat, ein bisschen die Erwachsenen, aber auch die Jugendlichen für Schach zu motivieren. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch parallel dazu Tätigkeiten des italienischen Schachbundes, die sehr viel in die Jugend reingefördert haben. Es gab Studienbeihilfen, es gab gute Trainer, welche für die Jugendlichen abgestellt wurden. Und ja, das eine zum anderen. Und dadurch konnten in Italien wirklich jetzt ein paar ganz starke Großmeister herangezogen werden, sagen wir mal so. Ja, die Namen sind ja bekannt. Ich sage jetzt mal stellvertretend für andere. Luca Moroni, sicherlich ein sehr junger Spieler. Francesco Sonis, der jetzt gerade letzte Woche punktegleich bei der U20-WM auf dem vierten Platz gelandet ist. Punktegleich mit dem ersten auf dem vierten Rang. Ja, andere wie Lodici, aber auch Spieler, die noch stärker sind, Vocatura, der zwar schon ein paar Jahre älter ist, aber trotzdem auch immer noch jung ist. Von dem her, ich denke, das Nationalteam ist sehr stark. Aber ich habe gesehen, das ist ja nicht nur in Italien so. Also wenn wir jetzt nach Österreich schauen, ist es dasselbe. Ich sehe auch dort einige, erfreulicherweise sehr viele jugendliche Spieler, die mittlerweile ganz stark in die Nationalmannschaft reinschielen und dort mitspielen können. Aber natürlich in Deutschland braucht man gar nicht sprechen. Also wenn wir von Keimar oder den anderen jungen Spielern auch sprechen, ich meine, es ist überall die Tendenz dahin. Und das ist ja das Erfreuliche auch im Schach. Das heißt, wenn man jetzt so eine Begegnung bei Olympiaden oder so anschaut, es ist nichts mehr sicher. Also während man früher, ich sage mal, bei einem Spiel Russland gegen Italien war klar, dass es ein 4-0 ausgehen wird, oder wenn nicht 4-0, dann hat halt vielleicht ein 3,5-1,5. Aber das ist heute nicht unbedingt so. Es gibt natürlich noch starke Mannschaften, es gibt eher schwächere, aber die Schwächeren werden immer stärker und von dem her glaube ich, aber Harald, da hast du sicher mehr Erfahrung als ich, habe ich halt beobachtet, dass das immer schwieriger wird für die starken Nationen klar zu gewinnen. Also klar gewinnen ist mittlerweile, glaube ich, eh out. Ja, es sind viele Wettkämpfe wirklich extrem knapp und weil du von Österreich geredet hast, das ist natürlich in der Tat erfreulich, dass das österreichische Nationalteam viele Wettkämpfe sehr eng gestalten kann und heuer hat ja das österreichische Herren-Nationalteam die Deutschen geschlagen. Das ist natürlich ein toller Erfolg gewesen. Aber lass uns zu Italien zurückkommen, weil du sagst Olympiade. Ihr habt ja mit Loc van Velli diesmal einen sehr prominenten Trainer dabei gehabt oder sehr prominenten Coach, besser gesagt. Ja, Loc van Velli seit 2021 Nationaltrainer von der italienischen Herren-Nationalmannschaft.
Erstmals habe ich ihn gesehen beim Mitropa Cup, der letztes Jahr ja im Hybrid-Modus über die Bühne ging. Er war dort auch präsent. Er zeigte sofort eine Ausstrahlung, die eigentlich sehr toll ist zu sehen. Er kommt sehr gut an bei den Spielern. Frag mich bitte nicht, was das Geheimnis ist, weil natürlich ist das wirklich ein Geheimnis auch und geht mich ja eigentlich nichts an. Aber man merkt schon, dass seine Aura irgendwo den Spielern auch Sicherheit gibt. Und gerade letztes Jahr beim Mitropa Cup, da gab es ja den Sieg dann der Italiener und eigentlich ein bisschen überraschend. Sie waren zwar sicherlich waren stark und junge Spieler haben vielleicht über diesen Hybrid-Modus, also wo man gleichzeitig online und gleichzeitig im Schach, eventuell auch am Brett spielen kann, haben die natürlich, geht das für diese leichter als vielleicht Spieler, die ein gewisses Alter schon haben. Aber auch dort hat sicherlich der Nationalcoach einen Einfluss gehabt. Bei der Olympiade ging es heuer leider nicht ganz so gut. Wie man weiß, sind vor allem die letzten drei Runden bei den Olympiaden die entscheidenden für hohe oder tiefere Plätze. Italien hat leider die zwei letzten Begegnungen verloren und ist dadurch ziemlich weit zurückgerauscht. Wenn man bedenkt, dass Italien in der, ich glaube, dritten oder vierten Runde gegen Norwegen, also gegen Magnus Carlsen gewonnen hat, also die Mannschaft von Magnus Carlsen gewonnen hat, Magnus Carlsen selbst hat Remis gespielt gegen Vocatura, dann war ein zwischenzeitliches Hoch zu erleben, aber eben ganz am Ende ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ob die Luft ausgegangen ist oder einfach Spielpech gewesen ist, auf jeden Fall sind sie ein bisschen zurückgeworden. Aber auch dort hat der Trainer, ich glaube, Stärke gezeigt, er hat die Spieler dann doch sehr motiviert, noch weiter zu lernen, weiter zu studieren, um einfach das nächste Mal wesentlich besser rauszugehen aus dem Ganzen und es ja noch besser über die Bühne zu bringen. Ja, ich denke, da ist es wichtig, auf eine lange Zusammenarbeit zu setzen, denn diese Dinge brauchen einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Und wenn man einen Spitzenmann wie Lok van Velle hat, dann ist das, glaube ich, eine gute Zukunftsperspektive. Aber auch bei den Frauen habt ihr sehr, sehr starke Spielerinnen. Marina Brunello entwickelt sich ja hervorragend und spielt ganz weit vorne oft mit Olga Zimina natürlich eine sehr starke Spielerin. Also auch das Frauenschach, denke ich, entwickelt sich gut bei euch. Ja, wenn man bedenkt, als vor 20 Jahren, wenn man da von italienischen Damenschach gesprochen hat, dann lag man irgendwo, ich denke mal, bei einem Durchschnitt der vier besten Spieler vermutlich, ich möchte jetzt hier keinen falsch bewerten, aber ich sage mal irgendwo bei 1600, 1700 rum. Da sind wir jetzt natürlich in ganz anderen Sphären. Wir haben 3 bis 4 Spielerinnen, die auf EM-Niveau spielen. Dahinter sind schon einige mit fast FM-Niveau, die nachkommen. Zum Beispiel die Thea Guecci, auch eine sehr starke Spielerin. Und dahinter sehr viele jugendliche Damen, welche auch nachkommen und ja hoffentlich dann in den nächsten Jahren wirklich auch in die Nationalmannschaft vorstoßen, um dort in den anderen einzuheizen, weil ein Konkurrenzkampf wäre ja immer gut. Das heißt, jeder muss sich beweisen, jeder muss zeigen, wie stark er ist und im Endeffekt ist das dann meistens ein großer Vorteil für eine Mannschaft, da die dann ja entsprechend stärker oder bessere Ergebnisse erzielen dann. Liebe Hörer, hier ist Michael. Wir unterbrechen kurz für ein bisschen Verbraucherinformation. Alle Turmendspiele sind Remis. Das sagte einst der große Siegbert Tarasch. Ja, aber die Realität sieht doch oft anders aus, nämlich alle Turmendspiele mit Minusbauern sind verloren und alle Turmendspiele mit mehr Bauern sind nur Remis. Wenn euch das auch so geht und ihr darauf keine Lust mehr habt, dann hilft dagegen ein neuer Kurs der Schachakademie Chessimi. Großmeister Christian Bauer erklärt euch darin die 10 wichtigsten Turmendspiele, mit denen ihr unfallfrei durchs Turmendspiel kommt. Mit dem Code Schachgeflüster10 erhaltet ihr 10% Preisnachlass auf diesen Kurs
und auch auf alle anderen Kurse von Chessamy. Und nun zurück zum Interview. Gerhard, du hast ja schon den Mitropa Cup 2021 erwähnt. Italien hat ja super stark gespielt. Aber Italien hat nicht nur stark gespielt, sondern sie hatten, denke ich, auch die spektakulärste Location. Denn ihr habt ja hier eine Kooperation mit dem E-Sport gehabt. Ja, gespielt wurde in Villorba. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Padova. Entschuldigung, von Treviso. Immer in der Nähe von Padua, auf jeden Fall neben Treviso. Und dort wurde eben gespielt, wie du erwähnt hast, in einem Raum, der normalerweise für E-Sports gedacht ist, wo E-Sport-Events über die Bühne gehen. Was war der Vorteil da? Natürlich hatte man eine super Internetanbindung. Also ich habe extra mal nachgefragt beim Organisator dort, welche Anbindung haben wir? Ja, ich glaube, es war eine Glasfaser, dann starke VDSL als Backup und noch eine Funkanbindung als dritte Möglichkeit. Also das heißt, vom Internet her, ein Ausfall war fast unmöglich. Modernste Computer, auch sehr schöne Spielbedingungen, dass die Spieler zu viert nebeneinander eben hinten Monitor toll sitzen konnten. Wer es wollte, konnte ein eigenes Schachbrett dort auch aufstellen, perfekte Lichtbedingungen auch. Also von dem her waren die Voraussetzungen optimal, um über diesen Hybrid-Modus eben gegen die anderen Nationalmannschaften zu spielen. Ich denke aber nicht, dass das alleine den Ausschlag gegeben hat, dass sie gewonnen haben. Also man muss ja sagen, es haben beide Mannschaften gewonnen, sowohl die Damen als auch die Herren. Ich denke einfach, die Mannschaften waren ziemlich stark. Also in Italien wird sehr stark auf den Mitropa Cup gesetzt, während man vielleicht bei anderen Mannschaften nicht unbedingt immer die besten Spieler für den Mitropa Cup abstellt, war das in Italien eben schon so. Aber trotzdem, wie ich vorhin gesagt habe, die Spieler, sind eher jung, also haben ein junges Durchschnittsalter und von dem her glaube ich, dass die gerade im Hybrid- und im Online-Modus sehr, sehr stark sind. Und ja, es war eigentlich ein tolles Event. Also es war für mich auch das erste Mal beim Mitropa Cup dabei zu sein. Zudem war das eigentlich eines der ersten, sagen wir mal, in Anführungszeichen, richtigen Hybrid-Events. Vorher waren ein paar Testturniere abgehalten worden. Und da gleich dabei zu sein, war natürlich auch für mich eine interessante Erfahrung. Ich bin zwar froh, dass wir wieder auf ganz normale Schachbrett zurückgekommen sind, aber ich bin auch froh, dass ich sagen kann, ich habe das einmal miterlebt und kann zumindest sagen, wie das über die Bühne ging. Wie würdest du das schätzen? Hat Hybridschach eine Zukunft, Gerhard? Meine Aussage ist ganz klar nein. Warum? Das ist einfach eine Kostenfrage. Wenn man ein Hybrid-Event organisiert, dann sollen ja viele Leute im gleichen Ort zusammenkommen. Das heißt, man braucht da natürlich Personen, die das Ganze überprüfen. Das heißt, wir brauchen Schiedsrichter und technischen Assistenten. Ich glaube, die Schachspieler, die wollen einfach irgendwo hinreisen, wollen dort eine Woche oder wie auch immer gemeinsam verbringen, wollen nicht nur vor dem Schachbrett sein, sondern wollen wirklich auch gemeinsam mit den anderen, mit dem Gegner auch vielleicht mal sprechen nach der Partie, die Partie analysieren. Also ich bin überzeugt, dass es nicht eine Zukunft, es wird wahrscheinlich in einzelnen Fällen solche Turniere geben und das finde ich auch gut und das soll es auch, aber ich bin überzeugt, dass es nicht die Zukunft sein wird. Das hat man ganz klar gesehen in dem Moment, wo die Covid-Situation sich ein bisschen erleichtert hat, gingen wieder die Turniere los und die Leute, die sind voll und ganz zu den Schachturnieren wieder hingepilgert. Also das ist ja auch was Tolles, dass man gleich merkt, oh, jetzt geht's auf, jetzt kommen die ganzen Schachspieler wieder zurück. Fein, toll. So wollen wir es auch haben. Auf jeden Fall. Gerhard, und diese Kooperation Schach-E-Sport ist ja sehr interessant. Und wenn man hier Vergleiche zieht, ja, wie sich Schach in der Außenwirkung präsentiert und welches Marketing E-Sport hat, dann muss man sagen, ich
habe den Eindruck, wir könnten einiges vom E-Sport lernen, denn da geht ja punkto Marketing, punkto Präsentation richtig die Post ab. Es wurde sehr gut verkauft, das muss man wirklich sagen. Also das ist mir auch aufgefallen, als wir da in Villorba waren. Es waren Video, also es waren Teams dabei, die das ganze Event auch mit Videos aufgenommen haben. Es wurde danach im Internet und auch in den lokalen Fernsehsendern auch gezeigt, also Schach und E-Sport als Kombination. Ich glaube, Janko, ja gehört zu haben, dass die Idee besteht, E-Sports auch olympisch zu werden, es olympisch wird, aber bei den richtigen Olympischen Spielen, also ich sage es nicht bei den Schacholympiaden, sondern bei den richtigen Olympischen Spielen, und da gibt es schon erste Gedanken, ob Schach auch da reinkommen wird. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie konkret das Ganze ist, ob das noch Jahrzehnte braucht oder ob das schon in ein paar Jahren so sein wird, aber ja, eine Möglichkeit besteht dort, und das heißt aber vermutlich, weil du ja vorhin gesprochen hast, wie gut die Vermarktung da ist. Ich glaube, die haben da wirklich Profis dahinter, die E-Sports einfach besser vermarkten als wir unser Schach. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Naja, da können wir uns ja noch eine Scheibe abschneiden und haben ja noch Projekte für die Zukunft, das ist ja auch gut so. Aber lass uns, Gerhard, mal zu deiner Funktion als Schiedsrichter kommen. Du bist ja ein hoch anerkannter internationaler Schiedsrichter und interessanterweise, du hast auch einen Bruder, den Alexander, der ist internationaler Meister, du bist internationaler Schiedsrichter. Ihr seid altersmäßig, glaube ich, nicht so weit auseinander. Ja, wie hat sich da die Schere auseinanderentwickelt? Ja, also mein Bruder ist 6 Jahre jünger als ich. Das Klassische natürlich, also als ich irgendwo Mittelschule gegangen bin, mit 10, 11, 12 Jahren habe ich Schach gelernt, habe dann nach Hause gebracht. Mein Bruder hat es dann irgendwie von mir gelernt. Das Jahr drauf waren wir gemeinsam, mit 6 oder 7 Jahren und ja, entsprechend ich ein bisschen älter schon, gemeinsam im Schachkurs, da habe ich noch gerade und gerade gewonnen und danach, also irgendwo mit 7 oder 8 oder 9 Jahren, da habe ich schon gar keine Chance mehr gehabt. Er hat einfach ein super Talent gehabt, hatte dadurch auch relativ schnell große Erfolge gefeiert, ich sage jetzt mal auf Südtirol und nationaler Ebene auch. Und bei mir ging das natürlich langsamer von der Bühne. Irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, es wird schwieriger, jetzt noch eine Steigerung zu erreichen. Ich wollte allerdings nicht das Schach komplett aufgeben. Und von dem her hat mich eigentlich immer schon die Verwaltung, alles rund ums Schachbrett, auch das Organisatorische interessiert. Wie baut man ein Turnier auf? Was ist ein Rundenturnier? Was ist ein Scheveninger? Also alles so Worte, die man gehört hat, aber mit denen nicht unbedingt was anfangen konnte. Und dann haben sie irgendwann mal bei unseren lokalen Turnieren Schiedsrichter gesucht, haben gesagt, ja, ich probiere mal und so weiter. Das hat sich dann das Ganze so ein bisschen entwickelt. Und mir hat es gefallen, mir gefällt es immer noch. Ich bin froh, dass ich dem Schach noch treu bin. Und es ist top, so wie es jetzt momentan läuft. Vielleicht eine interessante Sache, die für die Zuhörer vielleicht sehr interessant sein könnte. Bei einem meiner Turniere in St. Ulrich vor ein paar Jahren, mittlerweile fast 10 Jahre her, war ich derjenige, der am Ende die dritte IM-Norm meines Bruders ausstellen durfte. Also das heißt, er hat seine dritte Norm bei einem Turnier spielt, wo ich Schiedsrichter war, und das war natürlich auch eine sehr interessante Gegebenheit. Ich glaube, das gibt es nicht sehr oft im Schachleben auf dem ganzen Kontinent, würde ich mal sagen. Das glaube ich auch. Und man merkt ja bei dir, dass du mit Herz und mit Seele bei der Sache bist, wenn du Turniere veranstaltest oder als Schiedsrichter unterwegs bist. Und du warst ja schon bei Amateurweltmeisterschaften dabei, bei Seniorenweltmeisterschaften, bei Jugendweltmeisterschaften. Was ist denn für dich die größte Herausforderung gewesen?
Ich muss dich gleich mal korrigieren. Jugendweltmeisterschaft war ich bisher eigentlich noch nicht. Ich war zwar Jugend-Europameisterschaft oder WM noch nicht, aber das macht jetzt keinen großen Unterschied von dem her. Na gut, prinzipiell gefallen mir alle Turniere. Das heißt, es ist immer eine, man muss sich entsprechend vorbereiten. Das heißt, je nach Turnier kann es sein, dass es andere Schwierigkeiten gibt. Mannschaftsturniere sind meistens komplexer. Würde ich jetzt mal sagen, zumindest wenn man Hauptschiedsrichter ist, weil man hat dann ja nicht nur ganz einfach, die Runde ist fertig, ich los die neue Runde aus und fertig, sondern da gibt es ja zunächst die nächste Runde der Mannschaften, die ausgelost wird, dann muss man wieder warten, bis die Mannschaftsführer die Teammitglieder benennen, welche in der nächsten Runde spielen und so weiter. Das heißt, es ist vom Aufwand her ein bisschen komplexer. Aber sonst ist, ich denke mal, kein ganz großer Unterschied zwischen Seniorenturnier und ja, bei Jugendlichen ist vielleicht ein bisschen anders, weil da hat man immer ein bisschen mit den Eltern auch zu tun. Das heißt, man hat da nicht nur die Spieler selbst, sondern muss sich mal mitunter auch um die Eltern kümmern, weil die mit irgendwas nicht einverstanden sein könnten. Aber prinzipiell ja, ist es für mich jetzt kein großer Unterschied, ob ich jetzt Senioren oder die anderen. Wichtig ist mir immer, man muss jeden Spieler wertschätzen und so soll es auch sein, weil warum sollte man hier irgendwie Präferenzen haben für Senioren gegenüber Junioren oder umgekehrt? Also für mich ist jeder gleich, alle spielen auf 64 Feldern und von dem her kann jeder unter guten Bedingungen sein bestes Schach eben zeigen. Und auf Spieler jeder Altersgruppe stößt du natürlich bei Open und da bist du natürlich bei vielen Open in Italien in Einsatz. Aber ich denke, Deutschland kennt dich von Bad Wörishofen, wo du sehr oft schon als Schiedsrichter warst. Österreich natürlich von Innsbruck, vom Open, das Giorgio Gugler mit sehr großem Erfolg hochgezogen hat. Ja, richtig. Ich bin vorwiegend in Italien, Österreich und Deutschland schachlich unterwegs als Schiedsrichter. Wie du erwähnt hast, richtig, in Innsbruck ist das Open, das Innsbruck Open, das jetzt fünfmal schon über die Bühne gegangen ist, sicherlich das Aushängeschild in Tirol. Und immer noch Hut ab vor der Courage, die Giorgio hatte vor mittlerweile 6 Jahren, als er die Idee hatte, ein großes Turnier zu organisieren. Vielleicht hat nicht jeder daran geglaubt, aber wenn man bedenkt, dass beim letzten Turnier, die fünfte Auflage, fast 300 Spieler waren, dann ist das schon ein toller Erfolg. Und Giorgio ist einer, der immer Gas gibt. Und das ist gut auch, dass man dann sieht, dass jemand wirklich Interesse hat, am Wachstum vom Schach, Schachturniere für Jugendliche, genauso wie für die alteingesessenen Schachprofis oder Schachamateure, auf jeden Fall für alle zusammen. Und ich glaube, das Tolle am Schach ist ja auch, dass man zum einen auch Spieler mit Beeinträchtigung mitspielen lassen kann, sogar erfolgreich spielen die teilweise mit. Wir haben manchmal Spieler, du weißt ja selbst, Blindschachspieler. Meine höchste Bewunderung, wenn ich bedenke, dass jemand das durch das Tasten und nur durchs Denken an das Schachbrett die Züge und tolle Partien aufs Brett bringt. Das ist einfach wunderbar, sowas zu sehen. Dann sieht man teilweise ja einen 7-Jährigen, der gegen einen 77-Jährigen spielt. Also alles solche Kombinationen, die eigentlich nur das Schach ermöglicht. Und das ist halt auch faszinierend von unserem Sport, von unserer Möglichkeit. Auf jeden Fall. Ich denke, wir haben der Gesellschaft sehr viel zu bieten und wir können da mit breiter Brust hineingehen und müssen das aber auch zeigen. Und ja, diese tollen Open sind natürlich ganz wichtig, aber du hast ja auch sportlich in der Weltspitze schon als Schiedsrichter mitgemischt. Und ich könnte mir vorstellen, einer deiner Höhepunkte punkto ja, Weltklasse Schach war wahrscheinlich der Grand Prix 2019 in Hamburg, oder? Ja, richtig, richtig. Das war natürlich mein bisheriges Highlight meiner Schiedsrichtertätigkeit.
mitten von wirklich Weltklasse-Spielern zu stehen und denen ja, ihnen aufzupassen, zu schauen, dass dort alles regelkonform über die Bühne geht. In Hamburg, da waren 16 Teilnehmer, die Spieler alle 2,650 und bis zu fast 2,8 oder vielleicht sogar drüber an Spielern. Ich möchte hier nur erwähnen, den Sieger zum Beispiel, Grischuk, Duda, der an zweiter Stelle dann gelandet ist, aber auch andere Topspieler wie Nepo, Nakamura oder Topalov, eben, um gerade ein paar zu sagen. Das war damals ein K.O.-Turnier, das heißt, die Spieler hatten Hin- und Rückrunde, ging es unentschieden aus, ging es in Rapid und danach in Blitzentscheid und entsprechend gab es Viertelfinale, Halbfinale und danach eben das Finale. Es war eine tolle Erfahrung, weil man einfach gesehen hat auch, wie das Ganze hinter der Bühne organisiert wird. Das sieht man ja meistens als normaler, unter Anführungszeichen, Schachzuschauer nicht. Dann sieht man zwar schön die Kameras und man sieht, wie toll es an der Bühne, auf der Bühne selbst ist, aber wenn man dann ins Detail geht, sind gewisse Sachen, die man halt als Zuschauer nicht erkennt. Und da war ich schon froh, dass ich da mal dabei war, um das Ganze auch eben hinter den Kulissen miterleben zu können, was alles eben dahinter noch aufgebaut wird, wie die Kommunikation auch mit den Spielern ist und einfach ganz viele Sachen, die ja schwierig jetzt, also hier schwierig sind, alle aufzuzeigen, aber die dann Eindruck hinterlassen haben bei mir und wo ich sagen kann, das eine oder andere, das mir gefallen hat, das habe ich dann natürlich auch entsprechend, ich sag mal, kopiert, um das im kleinen Stil auch bei unseren Turnieren irgendwo hinzubringen. Als kleiner Gedanke wäre zum Beispiel, was mir immer wichtig ist, dass bei Turnieren auch die Toiletten immer regelmäßig gesäubert werden, das nicht immer so ist leider, aber es sind nur einfach Kleinigkeiten, die sehr wichtig, meines Erachtens sehr wichtig sind und die man eben auch bei solchen Top-Turnieren dann erkennt hat, wie in Hamburg gerade. Und das war ja ein Knockout-Turnier und wie du gesagt hast, eben klassische Schach, dann Schnellschach, dann Blitzschach. Da kann ich mir vorstellen, dass die Nerven dann bei dem einen oder anderen Spieler ganz schön blank lagen. Aber ich glaube, in dieser Extraklasse geht man sehr fair miteinander um, oder? Absolut. Ich habe überhaupt keinen Moment erlebt, wo ich irgendwo gesagt habe, oh, hier wird es ganz kritisch. Nein. Im Gegenteil, sie sind wirklich, wenn jemand verloren hat, hat er fair gratuliert dem Gegner, absolut. Und vielleicht bin ich als Schiedsrichter sogar nervöser gewesen als manche Spieler, weil man muss ja dann natürlich auch entsprechend immer präsent sein, gerade bei den Blitzpartien, also Schnellschach und vor allem bei den Blitzpartien, weil dort ist ja dann auch entscheidend, wenn was nicht regelkonform wäre, sofort einzugreifen. Was nicht immer sehr leicht ist, muss man auch dazu sagen. Das kann ich mir vorstellen. 2021 warst du bei einem anderen Top-Bewerb dabei, nämlich bei der Team-EM in Slowenien. Und da hast du auch die Ehre bekommen, die Spitzenbegegnungen zum Teil zu betreuen. Ja, richtig. Außer die erste Runde, weil nämlich in der ersten Runde Italien schon schwächere Mannschaft auf Begegnung Nummer 2 gespielt hat. Da hatte ich nicht Brett 1 oder 2 geleitet. Danach, ab der zweiten Runde, hatte ich die Ehre, immer Brett 1 und Brett 2 zu leiten. Unter anderem war, was jetzt im Nachhinein noch mehr zum Nachdenken bringt, war ich auch Schiedsrichter beim letzten Match zwischen Russland und Ukraine, dass die Ukraine knapp gewonnen hat. Das hat mir dann schon, wenn ich gesehen habe, dass der Krieg ausgebrochen ist, mich sehr zum Nachdenken angeregt, wo ich sage, wie ist das möglich, im November 2021 sitzen da noch 4 plus 4 plus die Betreuer, also 10 gute Schachspieler, Top-Schachspieler, friedlich gegenüber und ein paar Monate danach, gibt es so grausige Bilder aus der Ukraine. Und ja, das hat mich dann wirklich sehr zum Nachdenken angeregt,
Sonst generell muss man sagen, die Team-EM war wirklich top, auch sehr gut organisiert in Slowenien. Und ich denke mal, dass sich der Ort da in Slowenien eignet, um in Zukunft auch andere hochkarätige Schachturniere über die Bühne zu bringen. Kurz danach, nach der Team-EM, war ja auch die Einzel-EM am gleichen Ort. Und ich denke mal, dass wir da in den nächsten Jahren auch noch weitere Turniere sehen werden. Ja, und bei solchen Top-Events, da gibt es natürlich auch Kontrollen und Schach ist momentan in aller Munde. Endlich haben wir es in die großen Medien geschafft, allerdings aus einem weniger erfreulichen Grund. Als ich jetzt von Bozen nach Hause gefahren bin und endlich mal Zeit gefunden habe, um die Zeit zu lesen, da ist auch ein Artikel über diese Analperlen vorgekommen. Und wir wollen jetzt gar nicht diskutieren über diese Sache mit Carlsen und Niemann, die können wir beide nicht so wirklich beurteilen. Aber Cheating, darauf wird man momentan ja regelmäßig angesprochen, auch von Hobbyspielern oder auch von Leuten, die gar nichts mit Schach am Hut haben. Ja, wie siehst du die Herausforderung für Schiedsrichter zu diesem Thema? Wie ist das im Moment? Wie wird es sich in Zukunft weiterentwickeln? Und ist es over the board wirklich so bedeutend, wie es momentan gehypt wird? Ich glaube, es muss schon ganz klar mal unterschieden werden zwischen Over-the-Board-Turnieren und Online-Turnieren. Online-Turnieren, da bin ich auch überzeugt, dass da sehr viel gecheatet wird. Wie die Hörer ja wahrscheinlich alle besser wissen als ich, ist es ja manchmal nur genug, wenn man irgendwo gerade ein Spiel macht und einer sagt, ja, du, jetzt stehst du gut. Oder man weiß, ja, in der Stellung, und keine Ahnung, Fritz gibt mir einen Vorteil von +3. Das ist manchmal genug. Ich muss gar nicht mal wissen, wie gewinne ich. Wenn ich weiß, ich bin im Vorteil, das ist genug. Und schon mal alleine dieser kleine Hinweis, der verführt dann halt vielleicht beim Online-Spiel eher, dass man vielleicht irgendwo mal ja, einen Rechner mitlaufen lässt oder nebenher jemand im gleichen Raum ist und zusieht und der einen kleinen Tipp gibt. Das ist einfach verführerischer wie im Over-the-Board-Turnier. Von dem her, ich bin überzeugt, dass im Over-the-Board-Turnier sehr wenig bis fast gar nicht gecheatet wird. Aber natürlich ist auch dort, je stärker das Turnier ist, je höher der Preisfonds ist, entsprechend muss man auch mehr Sicherheitsmechanismen einbauen, mehr Anti-Cheating-Kontrollen durchführen. Und da gibt es ja die Anti-Cheating-Kommission der FIDE, die hier immer genauer wird, die mittlerweile sehr viele Fairplay-Officer ausgebildet haben, welche dann zusätzlich zu den Schiedsrichtern bei den einzelnen Turnieren vor Ort sind. Ich habe gerade gesehen, gerade momentan haben wir ja die WM 69 in Island und bei den Damen in Monaco haben wir einen Wettkampf, der ein Herausforderer für die WM, Vorkampf sozusagen über die Bühne geht. Und auch dort hat die Fairplay-Kommission, auch wenn es in Monaco nur 4 Spieler und ich glaube in Island sind es, ich glaube 8, wenn mich nicht alles täuscht, aber da könnte ich jetzt auch falsch liegen, haben die eine eigene Person jeweils hingeschickt, welche dort die entsprechenden Kontrollen durchführt. Die Kontrollen in der Regel sind Kontrollen am Eingang, das heißt mit einem Scanner wird die Person abgescannt, so ähnlich wie bei einem Flughafen, wenn man dort die Sicherheitsschleusen durchgeht. Das zum einen. Dann zum anderen werden vermutlich auch die Partien jeweils am Ende des Tages an Professor Riegen in Amerika, nach Amerika geschickt, welcher sie dann mit so einem speziellen Sicherheitsmechanismus durchcheckt. Es geht jetzt nicht um die einzelnen Partien, aber wenn der sieht, dass in einer gewissen Serie eine gewisse Anzahl an hohen Werten angezeigt wird, dann könnte der Spieler vielleicht, der oder die Spieler entsprechend noch mehr kontrolliert werden. Dann, was natürlich manchmal vorkommt, ist auch während der Runde eine Kontrolle, wobei ich das natürlich schon mal sehr als heikel betrachte, wenn ein Spieler während der Partie schon mal gecheckt wird, aber es auch passiert. Da gibt es auch von den letzten Olympiaden
entsprechende Rückmeldungen von Spielern, dass sowas eben geschehen ist. Ja, aber man muss einfach versuchen, alles ein bisschen mit Maß und Ziel, denke ich, weil ja, wir sind Schachspieler und wie gesagt, ich bin überzeugt, dass der ganz große Teil nicht an Betrug denkt und vielleicht das ein oder andere schwarze Schaf drunter ist und natürlich muss man versuchen, das rauszukriegen. Ich wäre auch der Meinung, dass die entsprechend stark dann sanktioniert werden sollten. Ich glaube, bei den letzten negativen Erfahrungen mit Cheatern gab es irgendwo 2- oder 4-jährige Sperren. Vielleicht ist das sogar zu gering. Man sollte dort vielleicht auch noch höhere Strafen anpassen. Ja. Aber sonst prinzipiell ist das Thema einfach ein bisschen komplex auch, ja. Das auf jeden Fall. Hast du dich schon mal als Schiedsrichter, sei es bei einem Online-Turnier oder bei einem Over-the-Board-Turnier, mit dem Thema Cheating aktiv auseinandersetzen müssen, weil der Verdacht entstanden ist, dass jemand betrügt? Gerade bei den Online-Turnieren gab es dieses öfters. Das heißt, als ich dort als Schiedsrichter im Einsatz war, kam manchmal der Hinweis, dass der eine oder andere Spieler genauer zu betrachten wäre. Wenn dem so ist, dann hatten wir den Spieler zumeist auf dem eigenen Monitor laufen. Das heißt, wir haben dann kontrolliert, wo schaut er genau hin während der Partie, wo ist seine Maus am Monitor, ist die wirklich immer am Monitor oder geht die auch mal raus und solche Sachen. Einmal haben wir sogar einen Spieler, es war während der deutschen Schach-Online-Liga, einen Spieler gesehen, der wirklich am Bildschirm ein Schachprogramm mitlaufen ließ und ja, der wurde dann natürlich entsprechend sofort gesperrt. Und wenn mich nicht alles täuscht, wurde dieser Spieler sogar für Over-the-Board-Turniere auch für eine gewisse Zeit gesperrt. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher, aber ich glaube, das irgendwo so gehört zu haben, ja. Ich denke, dass das auch völlig richtig ist. Wenn man Leute klar überführen kann, auch beim Online, dann muss ja eine sehr harte Strafe schon als Prävention passieren. Und hier muss man ja wirklich Aufklärungsarbeit leisten, dass sowas kein Kavaliersdelikt ist und dass man seinen Ruf wirklich massiv damit beschädigen kann. Genau. Man muss vielleicht nur noch eine Sache dazu sagen, und zwar bei Amateurturnieren kommt es dann leider manchmal auch vor, dass ein Spieler irgendwo mit ausgeschalteten Handy oder hat immer noch ein Handy im Sack, also während der Partie. Ich weiß auch nicht, wie wir das in den Griff kriegen können. Das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, das Handy ist mittlerweile für viele wichtiger als, keine Ahnung, als die Schuhe oder was auch immer. Es gibt Leute, die zwar ohne Schuhe aus dem Haus gehen, aber nicht ohne Handy. Und das ist halt einfach das Schwierige. Also während man vor 20 Jahren hatte noch kaum jemand ein Handy, vor 15 Jahren zwar schon ein Großteil, aber das waren keine Smartphones, da war ja, könnte man höchstens jemand anrufen, ist das in den letzten Jahren halt wirklich so geworden, dass es ja kaum noch jemanden gibt, der kein Handy hat. Ich kenne jetzt, also ab einem gewissen Alter kenne ich, glaube ich, keinen mehr, der das nicht hat. Und von dem her gehört es irgendwo schon zur Utensilie eines jeder Person dazu. Und entsprechend müssen wir irgendwo versuchen, dass die Spieler, nochmal auf Schach zurückzukommen, dass die Spieler eben das Handy eben nicht mitbringen. Dass die auch mal sagen können, ja, es geht auch ohne. Es ist schwierig, aber es geht auch ohne. Lasst es im Hotel, lasst es im Auto, ihr müsst es nicht mitbringen. Und dann passiert es eben das eine oder andere Mal, dass sie trotzdem das Handy mitbringen und dann halt vergessen auszustecken und dann wird die Situation schon schwieriger. Da bin ich dann froh, wenn das Handy läutet, weil dann ist es eindeutig, dann weiß man, was los ist, der hat verloren. Aber wenn jemand ein Handy und es gibt auch Fälle, wo der einer nach einer halben Stunde kommt und sagt, oh, ich habe vergessen, mein Handy ist immer noch in der Hosentasche, was soll ich jetzt machen? Es ist zwar ausgeschaltet, aber es ist in der Hosentasche. Ne? Hat vielleicht keiner gesehen und da muss halt mit dem muss halt auch entsprechend umgehen können. Hast du den Spielraum als Schiedsrichter überhaupt? Kannst du sagen, ja, das glaube ich dir, jetzt gib das Handy ab und spiel einfach weiter oder musst du eine Maßnahme setzen?
prinzipiell müsste ich eine Maßnahme setzen, aber auch dort immer mit Maß und Ziel, denke ich mal. Also wenn man wirklich sieht, einer kommt her und ist gerade am Beginn der Partien und so weiter, dann hoffentlich hat es keiner gesehen, weg damit und ist besser so. Als man stört ja mitunter auch nur. Was wäre, wenn ich jetzt hingehe und auf einmal eine Partie unterbreche, dann störe ich nicht nur dieses eine Brett, gut, das ist dann fertig, aber ich störe dann wahrscheinlich alle in der Umgebung, was ist hier passiert, was machen wir hier, und dadurch verursache ich vielleicht auch mehr Störung, als wenn ich gar nichts mache. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie die Situation ist. Ja, ich denke auch, dass hier ein guter Schiedsrichter einfach mit Augenmaß entscheiden muss und entscheiden können sollte. Du hast so viele Turniere schon erlebt. Gibt es irgendwelche lustigen, spannenden Episoden, die du berichten kannst? Du hast ja auch auf deiner Homepage Fälle für Schiedsrichter stehen. Ja, jetzt natürlich aus dem Stegreif raus ist es natürlich schwierig, jetzt hier was konkret zu sagen, weil man jetzt, ja, also prinzipiell habe ich das Glück, denke mal, dass ich immer bei Turnieren gewesen bin, wo relativ wenig passiert ist. Liegt vielleicht auch manchmal am Schiedsrichter, weil was wichtig ist, ist eben, der Schiedsrichter soll nicht die Hauptperson sein, sondern es gibt die Spieler, das sind die Hauptpersonen, und alle anderen helfen dem Spieler. Und ich denke mal, im Großen und Ganzen, nee, also sind alles ganz normale Situationen gewesen. Ja, wenn ich jetzt nachdenke, vielleicht fällt mir doch was ein, aber schwierig sowas. Ansonsten, du musst jetzt auch nicht krampfhaft nachdenken. Wer dich live hören möchte, und vielleicht bringst du dann das eine oder andere Pomo, hat ja am 10. Jänner die Möglichkeit, auch dir Live-Fragen zu stellen. Bei unserer Chessboards-Akademie wirst du diesmal einen Vortrag halten, 1,5 Stunden lang, den wir genannt haben, Fragen an den Schiedsrichter. Ich denke, da haben die Leute auch noch die Möglichkeit, auf dich zuzukommen, oder? Auf jeden Fall, wir werden da, und jetzt fällt mir gerade wieder was ein, siehst du, Harald, es ist gut, dass du mich darauf jetzt angesprochen hast, weil du gerade gesagt hast, also die einfachste Frage, wie bietet man Remis, schon mal daran scheitern viele. Aber jetzt eine Episode, die mir effektiv passiert ist, es war ein Turnier, da ging es eine Partie zwischen einem Großmeister, ich sage nur ein indischer Großmeister, ich sage keinen Namen, und einem internationalen Meister, da kommt IM zu mir und sagt, mein Gegner hat die Figur berührt und hat dann mit einer anderen gezogen. Da denke ich mir, oh mein Gott, was ist hier los? Dann gehe ich hin, dann habe ich den indischen Großmeister damit konfrontiert und sage, ihr Gegner hat gesagt, sie hätten den Springer berührt, aber sind dann mit dem anderen Läufer gefahren. Und der sagt mir, ja, ist richtig. Da hat es mich aber wirklich mal umgedreht und mir dachte, wie, er sagt jetzt ja, ich habe mir jetzt erwartet, dass der das bestreitet und sagt, nee, ich hatte Schadup oder was auch immer gesagt. Ich sage, ja, aber warum bist du nicht gezogen? Dann fragt er mich, wie muss ich das? Also ich glaube dem, der wusste nicht von der Regel berührt geführt. Der war Großmeister, hat einen Titel von Großmeister. Ich sage bewusst nicht den Namen, aber das hat mich dann wirklich mal, ich will nicht sagen schockiert, aber es hat mich so überrascht. Ich sage, hä, wie ist das einmal um Gott möglich, dass so eine Situation ist dann alles gut gegangen. Der hat dann natürlich mit der anderen Figur gefahren, gezogen, und ein paar Züge danach war das Remis, das Ganze. Aber für mich war das einfach überraschend, diese Situation so zu sehen. Und immer wenn ich den IM dann in den nächsten Turnieren dann gesehen habe, dann sage ich, und aufpassen, das nächste Mal die Leute wirklich mit der richtigen Figur auffahren. Ne? Ja, das ist wirklich erstaunlich, welche Unsicherheiten es da gibt, aber ja, auch da muss man einfach aufklären. Jetzt hast du da einen Fall von einem Großmeister erzählt, und du warst im Schach ja auch viel unterwegs, auch in anderer Funktion als Schiedsrichter. Du hast mir bei unserem letzten Abendessen erzählt, Schach am Kreuzfahrtschiff, da bist du auch viel herumgekommen und hast hier ja den Leuten, die auf dem Schiff von Europa nach Amerika unterwegs war, in die Geheimnisse des Schachsports eingeweiht. Genau, das war vor ungefähr das erste Mal vor, ich glaube, 14 Jahren. Da kam eine Reederei zu einer italienischen Organisatorin hin, und die hatte dann die Aufgabe, einige Schachspieler zu finden, welche auf dem Kreuzfahrtschiff Schachunterricht gaben. Das heißt, das waren vor allem dann Kreuzfahrten, wo mehrere Seetage eingeplant waren. Konkret war ich viermal auf dem Kreuzfahrtschiff als
Trainer ist jetzt übertrieben, Schachlehrer vielleicht als eine Person, die halt ein Rahmenprogramm Schach gezeigt hat. Vermutlich wurde ich ausgewählt, weil ich in dem Fall aufgrund der Sprache mit Italienisch, Deutsch und Englisch relativ gut auskomme und das Publikum in genau für diese drei Sprachen, also der Lehrer für diese drei Sprachen gewählt wurde. Und da war ich eben dreimal auf Transatlantik-Überquerung. Dort waren eben viele Seetage und entsprechend war dann an jedem Tag Vor- und Nachmittag jeweils, ich glaube, 2 oder 3 Stunden Schachtraining angesagt. Das haben wir dann eben ein bisschen Schachspiele gezeigt, nachgespielt, waren komplette Anfänger, waren auch schon sehr gute Spieler teilweise dabei. Am Ende dann mit einem abschließenden Schachturnier, das wir dann immer organisiert haben. Und eben einmal war ich rund um Europa, das heißt Start in Amsterdam und durch um Europa herum bis nach Venedig. Und das waren immer tolle Erfahrungen, weil ich natürlich so die Möglichkeit gehabt habe, viele Länder, viele Städte zu sehen, die ich sonst vermutlich nie in meinem Leben gesehen hätte. Und ja, auch einige interessante Leute kennengelernt habe, mit denen wir sogar am Ende einer Kreuzfahrt oder jetzt auch noch teilweise Kontakt haben. Das Erfreulichste war dann eine Teilnehmerin, kann ich mich erinnern, aus Kanada, die dann gesagt hat am Ende von einer Kreuzfahrt, das hat ihr jetzt so gut gefallen, wenn sie jetzt nach Hause kommt, die erste Sache, die sie machen wird, sie wird suchen, ob es einen Schachclub in ihrer Stadt gibt. Na, also wenn das kein Kompliment ist. Ja, man hat den Eindruck, Gerhard, Schach kennst du wirklich aus sehr, sehr vielen Perspektiven und vielleicht auch aus Perspektiven, über die sich andere gar keine Gedanken machen. Denn du bist ja auch passionierter Schachmotivsammler und Sammler von Schachbriefmarken. Ja, auch das ist richtig. Du hast dich gut vorbereitet auf den heutigen Tag, sehe ich. Ja, ich sammle seit mittlerweile fast 30 Jahren alles, was rund um Schach ist. Speziell, nachdem es sehr, sehr viele Sachen gibt, mittlerweile vorwiegend Briefmarken. Da denke ich, habe ich eine ziemlich vollständige Sammlung, von Beginn bis ungefähr 2000, 2010 rum. Nicht alles, aber fast alles habe ich da. Es gibt ja sehr, sehr viele Ausgaben. Das wird der eine oder andere gar nicht mal denken. Man denkt ja, wie Schach. Ja, in Deutschland gibt es ein paar Schachbriefmarken. In Österreich hat es eine gegeben, 1985. Es gab in Italien 81 und 2008 anlässlich der Olympiade eine Ausgabe. Aber sonst kenne ich nicht viel. Aber es gibt mittlerweile einige Tausende an Ausgaben weltweit. Das Tolle ist auch dort wieder, man sieht zum Beispiel Stellungen am Schachbrett. Man sieht Schachspieler am Schachbrett auf der Briefmarke. Sehr häufig ist auch Karpov und Kasparov, die man da oben sieht. Und das hat mich zum Beispiel vor 3 Jahren, da hatte ich die Ehre, auch bei einem Besuch von Anatoly Karpov in Italien dabei zu sein und gemeinsames Abendessen mit ihm, Und natürlich, wenn ich mit Anatoly dann über Schachbriefmarken gesprochen habe, dann ist er aufgegangen. Also er ist, weltweit der größte Sammler. Und mit ihm darüber zu sprechen, war natürlich auch ein Highlight meinerseits, weil es einfach von einem der allerbesten Schachspieler der Schachgeschichte auch über ein anderes Thema zu sprechen, das nicht direkt nur das Schach selbst ist, sondern eben die Philatelie, das war wirklich sehr toll. Mittlerweile sammle ich außer Briefmarken auch so Ansichtskarten, aber nicht mehr alles. Teilweise auch Schachspiele, Ersttagsbriefe vor allem. Aber wie gesagt, nicht alles, weil sonst wäre es einfach, ich habe ein Haus zwar, aber nachdem meine Familie da auch drin leben soll, kann ich nicht allzu viel, weil es einfach zu viel Platz dann nehmen würde. Also du brauchst eine verständnisvolle Familie, die viel Platz im Haus für Schachutensilien zulässt und die dir viel Zeit für deine Schachtätigkeiten gibt, denn du hast ja nebenbei auch noch einen Beruf. Das heißt, hier wird viel von deiner Freizeit und viel von deinem Urlaub draufgehen. Das geht absolut und ich bin auch sehr dankbar meiner Familie und vor allem meiner Frau und den Kindern auch, dass sie mir die Möglichkeit geben,
dass ich viel rumgehen kann oder rumfahren kann. Und das ist immer toll. Sie haben auch beim Kaltern-Turnier haben sie jetzt alle fleißig mitgeholfen. Also das war für mich sehr toll zu sehen, wie sie alle für das eine Ziel, dass die Teilnehmer eben zufrieden das Turnier absolvieren konnten, mitgeholfen haben. Also das war für mich eine tolle Erfahrung. Ja, und es hat auch in der Tat, glaube ich, viel für diese sehr familiäre und herzliche Atmosphäre beigetragen. Gerd, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Jetzt sag uns noch rasch, was ist dein nächstes Großprojekt, schachlicher Hinsicht? Ja, am 14. November beginnt die Seniorenweltmeisterschaft in Assisi. Dort bin ich als Hauptschiedsrichter im Einsatz. Das Turnier ist ein 11-rundiges Turnier und ja, wie der Titel schon sagt, geht es hier um den Weltmeistertitel der Senioren. Senioren 50 plus, 56 plus und entsprechend bei den Damen dieselben Titel. In den letzten paar Jahren war ich schon bei einigen Senioren-WMs dabei, noch nie als Hauptschiedsrichter, also dieses Mal zum ersten Mal als Hauptschiedsrichter, aber nachdem ich dort auch schon mehrfach als stellvertretender Hauptschiedsrichter oder als einfacher Schiedsrichter im Einsatz war, denke ich, dass ich da eigentlich schon einiges an Erfahrung habe. Ich kenne mittlerweile sehr viele der erfahrenen Schachspieler und ich denke, das hilft dann schon, dass man das Ganze dann normal und sauber über die Bühne bringt, ja. Das hört sich auch nach einem sehr spannenden Projekt an. Gerd, ich glaube, wir haben sehr viel über dich erfahren. Wer neugierig jetzt darauf geworden ist, dich persönlich kennenzulernen, wie gesagt, am 10.01. könnt ihr hier an einem Zoom-Vortrag von Gerhard Bertagnoli teilnehmen zu Schiedsrichterfragen und ansonsten einfach nächstes Jahr zum tollen Turnier nach Kaltern kommen. Herzlichen Dank, Gerhard, für deine Zeit. Es war sehr spannend, mit dir zu plaudern. Ja, vielen Dank, Harald, und ich wünsche noch allen Hörern des Podcasts alles Gute und kommt einfach vorbei am 10. Jänner, wenn irgendwelche Fragen sind. Ihr könnt sie vorab dem Harald schicken oder einfach vor Ort dann stellen. Es wird wahrscheinlich ein spannender Abend werden. Dankeschön. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Liebe Hörer, ich hoffe, das heutige Interview hat euch wieder gefallen. Auch heute möchte ich nochmal auf den neuen und übrigens auch werbefreien und kostenfreien Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Dort trage ich alle Termine rund ums Schach ein, die es so gibt und im Internet zu finden sind. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, eure Tagung oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach künftig auf schachtermine.com. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben, YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Satranch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasen und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch. Ja, macht's alle gut und bis zum nächsten Mal, euer Michael.